الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, es vergehen Tage, Wochen und Jahre. Jeden Tag nähern wir uns der Realität immer ein Stück näher. Es sind nur gezählte Tage. Hat diese Vergänglichkeit es wirklich verdient, dass wir deshalb die Ewigkeit verspielen? Wenn nicht, dann stellt sich die Frage, wieso wir dann so in Unachtsamkeit leben, wieso wir in Nachlässigkeit und Faulheit leben, wieso sprechen und schreiben und verhalten wir uns jeden Tag so, als ob es morgen keine Abrechnung gäbe. Wenn du praktizierend bist, dann danke Allah subhanahu wa ta'ala und bitte ihn jeden Tag um Standhaftigkeit, denn du hast keine Garantie, dass du so bleibst und so stirbst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte dieses Bittgebet vermehrt aufzusagen. Ya muqallib al-qulub, ثبت قلبي على دينك. O Wender der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Wenn du entfernt von Allah Jalla wa'ala und seiner Religion bist, dann solltest du langsam aufwachen, bevor eine Zeit auf dich, mein Bruder, meine Schwester, eintritt, an diesem es kein Zurück mehr geben wird. Lass dich nicht von Shaitan täuschen, der versucht dich glauben zu lassen, dass man die Reue, Tauba, noch nach hinten aufschieben kann. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. So soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Einige Menschen denken, sie hätten noch genug Zeit. Lebe erst dein Leben, Bro. Später kannst du immer noch ein Haji werden oder zu Hajj gehen. Wer hat dir deinen Todeszeitpunkt offenbart, sodass du dich so sicher fühlst vor dem Tod? Also warum fühlen sich einige sicher? Die Tatsache, ohne Tauba, ohne Reue, das Diesseits verlassen zu müssen, ist genauso real und echt wie die Tatsache, dass du dich mit diesen Gedanken selbst betrügt und deiner armen Seele damit keinen Gefallen tust. Besonders in der heutigen Zeit. Es wird gelogen, betrogen, Zinsen werden als Gewinn deklariert, Unzucht als Freiheit, die angeborene Fitra, natürliche Veranlagung, wird bekämpft, Wahrheit wird als Falschheit und Falschheit als Wahrheit verkauft, Vorbilder werden genommen, die Shaitans Fußstapfen folgen und seiner Zufriedenheit entsprechend handeln, angefeindet werden hingegen Leute, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallams Fußstapfen folgen und Allahs Zufriedenheit anstreben. Undankbarkeit ohne Ende. Orientierungslosigkeit ohne Grenzen. Du bist überzeugt von einem Schöpfer. Du weißt, dass dein Schöpfer Allah Azza wa Jal existiert und dass er dich und die Himmel und Erde und was dazwischen ist erschaffen hat. Aber lebst so, als ob er nicht existent wäre. Wo ist die Taqwa, die Gottesfurcht? All dein Erfolg hast du Allah subhanahu wa ta'ala zu verdanken und nicht dir selbst. Dein Reichtum hast du Allah zu verdanken. Deine Gesundheit und deine Stärke, dein Wissen und deine Redegewandtheit, alles hast du Allah zu verdanken. Denkst du, du bist Allah gegenüber dankbar? Dankbar bist du, wenn du im Herzen fest spüren kannst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Versorger ist und dir alles ermöglicht hat. Du musst mit deiner Zunge die Dankbarkeit aussprechen. Sagst du oft Alhamdulillah, lobpreist du deinem Herrn? Auch dein Körper muss nach der Dankbarkeit handeln. Die Befehle Allahs müssen so gut es geht umgesetzt werden und von den Verboten sollte man fernbleiben. Wallah, mein Bruder, meine Schwester, so eine Thematik ist einfach ausgesprochen und einfach angehört. Aber das Ausgesprochene oder Angehörte zu verinnerlichen und danach zu handeln und zu leben, ist, was zwischen dir und dem Rest unterscheiden wird. Zeig Allah Jalla wa'ala, dass du am Kämpfen bist. Sprich zu Allah, bitte ihn, flehe ihn an, bete zu ihm, vertraue auf. Du kannst im Alltag, auch wenn dieser stressig ist, dennoch mit vielen guten Dingen füllen und dadurch die innere Ruhe verspüren. Die innere Ruhe, die viele Menschen vermissen und sich dies herbeisehnen. Insbesondere wenn du allein bist, kannst du diese innere Ruhe sehr stark spüren. Teste das doch, mein Bruder, meine Schwester. Zieh dich zurück, wo du ganz allein für dich bist. Verrichte vorher deine rituelle Waschung. Zieh dir deine Gebetskleider an. Du musst ungestört sein und bete erst einmal. Das kann in der Nacht sein, Qiyamul Layl, oder ein freiwilliges Gebet. Du kannst in der Niederwerfung Allah Jalla wa'ala anflehen und verschiedene Bittgebete sprechen. Du kannst auch in der Ecke dich hinsetzen und deine Hände heben und Allah subhanahu wa ta'ala deine Sorgen teilen.
und ihn um Ausweg bitten, um Ausweg, Standhaftigkeit und Erleichterung bitten. Man klagt oft Imanschwäche, doch man sucht nicht nach den Ursachen. Ein Symptom zu beschreiben ist die eine Sache, doch nach der Ursache zu suchen und diese ausfindig zu machen die andere. Frag dich selbst, was tust du dafür, dass dein Iman stark bleibt oder sogar steigt? Wer sind deine Freunde? Mit wem verbringst du Zeit? Was für eine Stellung hat dein Handy, dein Smartphone bei dir? Wie viel Zeit investierst du darin? Was holst du am Ende alles raus? Gutes? Schlechtes? Oder ist das alles nur reiner Zeitvertreib? Was schaust du dir an? Insbesondere wenn du dich unbeobachtet fühlst. Was liest du? Was schreibst du? Was hörst du? So viele Möglichkeiten und Einflüsse des Bösen und man fragt sich, warum Imanschwäche? Wenn wir in anderen Angelegenheiten Schwäche haben oder Erfolg los sind, suchen wir schnellstmöglich nach Lösungen. Wieso läuft mein Geschäft nicht? Investiere ich in Marketing zu wenig? Wieso lässt sich die Muskelgruppe XY nicht so gut aufpumpen oder definieren? Führe ich die Übung falsch aus? Wieso wird mein Kuchen nicht so schön wie im Video? Habe ich das falsche Mehl verwendet? Geht es um die Dunya? Sind viele von uns aufmerksam? Geht es um die Akhira? Wiederum viele unachtsam. Diese Krankheit, diese Nachlässigkeit und falsche Bemessung und Priorisierung der Angelegenheiten muss überdacht werden und schnellstmöglich korrigiert werden. Fang jetzt an, fang jetzt und heute damit an. Schiebe es nicht auf morgen. Fang vor Ramadan an, dich zu stärken und zu ändern. Und im Ramadan kannst du weiter aufsteigen und weiter dich optimieren, inshallah. Denn vielleicht erreichst du den kommenden Ramadan nicht mehr, mein Bruder, meine Schwester. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, mir und euch und allen, die wir für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, zu verzeihen. Möge er mit uns barmherzig sein, zufrieden sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman festigen und stärken, uns unser Wissen mehren und unsere Charaktereigenschaften verschönern. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.